Hey Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Quarter TV. Ich bin der Frankie, schön, dass du hier heute wieder mit dabei bist. Ich drehe mal den Desktop wieder ein bisschen runter. Ich glaube, ich habe mittlerweile eine ganz gute Phase gefunden, wie das funktioniert. Ich habe hier gestartet und direkt kam dieses automatische Auseinandernehmen-Beschreibung. Das lese ich euch doch gleich mal vor. Automatisches Auseinandernehmen-Beschreibung. In den Einstellungen kannst du festlegen, ob Ausrüstung automatisch auseinandergenommen werden soll. Ist diese Option ausgewählt, wird Ausrüstung, die von dir festgelegten Kriterien entspricht, bei Abschluss einer Mission automatisch auseinandergenommen. Gesperrte oder derzeit verwendete Ausrüstung wird nicht auseinandergenommen. Sehr schön. Ja, ansonsten sind wir hier drin. Im Spiel haben richtig Spaß mit unseren Jungs, Cody, Johnny Boy, Marty. Und ergänzt wird das natürlich durch die gute Kimmy, unserer bisher einzigen weiblichen Begleitung. Es ist jetzt direkt hier auf Weststoß. Ich habe nichts gemacht, ich habe einfach geladen. Und wir waren das letzte Mal ja hier beim Faustkampf. Und also bei den Fäusten als Technik haben viel erlebt. Ist viel passiert in dem Spiel. Mittlerweile auch die ersten Wrestling-Moves. Ich war total begeistert, als das Torture-Rack ausgepackt wurde. In Erinnerung an Lex Luger. Und ja, jetzt sind wir im Westschloss, da ist es direkt drauf. Ich würde sagen, ich fackel nicht lang, wir legen hier direkt los. Der grimmige Captain Vic gibt sie nach einem erbitterten Kampf geschlagen und scheint darüber hinaus von den Steinen der Gruppe beeindruckt zu sein. Er bittet ihn an, sie zu Estos, dem König der Dunkelelfen, zu führen. Dieser soll den Aufenthaltsort der Kristalle kennen. Die Gruppe zögert zunächst, die Hilfe dieses schamlosen und äußerst verdächtigen Halunken anzunehmen. Doch als der Pirat Chaos erwähnt, nimmt Cody sein Angebot ohne zu zögern an. Kurz darauf befindet sich die Gruppe an Bord von Vics Schiff und segelt gen Westen zu Estos Schloss. Dann machen wir das mal. Natürlich wollen wir die Mission starten. Bin mal gespannt, ich möchte mich hier auf ein paar andere Klassen jetzt konzentrieren. Ich freue mich über die Notiz eines Narren 6, das Westschloss. Ach ja, die gute alte Dimension 2, beziehungsweise ihre Rückseite. Gerüchten zufolge versinkt diese Welt in Hinterlist und wird von einem tyrannischen Herrscher regiert. Diese gemütliche kleine Festung wurde einem Ort nachempfunden, der dem besagten Despoten, so hörte ich, äußerst wichtig ist. Wenn dem so sein sollte, dürfte sie ein mächtiger Nexus der Energie sein, den meine einstigen Herren anzapfen könnten, um diese Welt ihren Wünschen gemäß zu verzerren. Aber natürlich nur, wenn ich weiter die Rolle ihrer ergebenen Marionette spiele. Der Nexus. Eine weitere Wrestling-Anspielung zumindest. Wenn ich es so will und ich will es so. Denn natürlich steht Nexus auch für vieles anderes, aber natürlich für mich verbunden mit dieser elitären Gruppe rund um Wade Barrett, die den Sommer 2010 in der WWE sehenswert gemacht hat, auch wenn sie im Keim erstickt wurde. Punktlandung. How do we get back? Just focus on getting to Astos with your head on your shoulders. You poor sots. Ja, wir sind ja so ahnungslos. Es wird spannend, was hier mit unseren Jungs und Kimmy passieren wird. Genau, ich habe mir überlegt, welche Klassen ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr forcieren werde. Und ich glaube, ich werde mich hier... Ja, das wird sehr, sehr lustig, Marty. Natürlich kannst du auf sie zählen, Cody. Wir sind jetzt hier im Westschloss. Und ich denke, ich werde mich hier ein bisschen auf den Ronin konzentrieren. Den Magier behalten wir auf jeden Fall drin. Der ist auch schon relativ weit entwickelt. Aber hier anstatt des Schwertkämpfers... Oh, okay, hier haben wir die einzelnen Sachen, wenn ich X drücke, genau. Das wollen wir jetzt gerade nicht. Das Kampfset habe ich gewechselt, um jetzt hier statt Schwertkämpfer den Ronin auszurüsten. Mich ein bisschen damit beschäftigen, gucken, was passiert. Das Ganze optimieren. Wie war das nochmal? Ah ja, hier. Ein paar Tage nicht gespielt. Wir werden das trotzdem rocken. Gucken wir mal hier unten. Genau, da haben wir die zwei schon hier ausgewählt. Die Weihung ist eh immer aktiv. Giftverstärkung haben wir jetzt hier schon. Und hier können wir die Kombo-Fertigkeiten uns mal angucken. Wir haben hier Jinpu und neu Hyakugetsu. Angriffsart Schlitzen, Statusbonus Stärke. Machen wir einfach mal. So, hier ist Jinpu schon vorhanden. Genau, da haben wir... Ah, da können wir aber Iaigiri hinmachen. Dann machen wir das. Und hier, genau, machen wir dann Jinpu hin. Oder umgekehrt. Nein, wir lassen es so. Finde ich eine gute Idee. Genau. Ja, hier können wir auch alles Mögliche machen. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht so häufig machen. Dennoch machen wir auch das hier hin. Hier das. Und hier lassen wir Jinpu, genau. Meine Güte, hier geht richtig viel. Okay, hier wechseln wir es so rum. Und nach dem Parieren, ja, belassen wir es dabei. Okay, gehen wir rein in den Kampf, Jungs und natürlich das Mädel. Jungs, Cody und Marty, das Mädel Kimmy. Und off we go, let's go.
Zack, gehen wir hier ran. Gucken rein. Diesmal im Jobmenü nichts angezeigt. Sehr gut, ich dachte schon, das wäre ein Fehler. Weil da immer wieder was angezeigt wurde, obwohl eigentlich gar nichts da war. Ah, okay, stimmt ja. Rennen wir hier mit A. Analog zu Neo. Erstmal kurz reinkommen. Wie gesagt, ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Schauen wir, was hier passiert. Ob irgendwelche Gegner da sind. So, witzig, dass Johnny Boy auch immer die ganze Zeit redet. Okay. Jawohl, da geht was. Schön, hat sich auch kaum gewehrt. Wunderbar, geht richtig ran hier. Zack, zack, zack. Zack, komm, wo bist du? Da bist du. Ja, schön, schön, schön. Stola der Treue, sogar Stufe 19. Wow. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Magier-Schuhe, sehr gut. Keine Handschuhe, sondern normale Schuhe. Rennen hier weiter. Gucken uns das hier mal an. Kommt man durch diese Tür durch? Wunderbar, kommen wir. Wir machen trotzdem erstmal den Kreislauf. Beziehungsweise relativ. Ihr wisst ja, ein Kreislauf. Nee, das kann ich gar nicht. Habe ich euch in einer der anderen Folgen mal erklärt. Okay, bringt auch nichts. Gehen zurück. Da unten können wir auch noch hin. Da sind Harpien. Und diese Kobolde. Das machen wir vielleicht nachher noch. Erstmal gehen wir jetzt kurz hier weiter. Wahrscheinlich stehen wir da eh vor verschlossenen Toren. Oder es wird direkt von uns geöffnet. Schauen wir es uns an. Es ist verschlossen. Erwartungsgemäß. Ach, immer diese Schlüssel in diesen Spielen, ha? Huh? Aber wir schaffen das. So, rennen wir hier vor. Was treibt euch so um? Schreibt es mir gerne in die Kommis. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr Spaß dran habt an dem, was ihr seht. Das hilft immer weiter. Und der Kanal soll wachsen und gedeihen. Meine gesunde Community soll weiter groß werden. Okay, da geht es einfach nur auch da hoch. Das hat man vorhin schon gesehen. Wir gehen kurz hier ran. Haben nicht wirklich was verloren, aber damit wir wirklich komplett sind, zack, gehen wir hier ran. Gehen hier rein. Gucken uns hier um, hier ist nichts. Gehen hier durch. Und da sind sie, die Gegner. Also, gucken wir mal, was wir hier erreichen können. Da haben wir das Viech hier. Zack, ran, 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 ran. Sehr gut, sehr gut. Und weg, und weg, und weg. Ja, ja, ja. Sehr gut. Jawohl, den haben wir. Gehen wir mal zu dem hier ran. Zack, zack, zack und zack. Zack, zack, zack. Uiuiui, ui, jetzt bin ich aber ordentlich angegriffen. Das wusste ich nicht. Habe ich nie mitgekriegt. Habe ich nie mitgekriegt. Heilen. Uiuiui, Windsichel, weg da. Okay, hin zu dem, der ist angegriffen. Heieiei, heilen. Und weg mit ihm. Zack, 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 zack. Sehr gut, das klappt ja wie Brezelbacken, zumindest für den Moment. Macht ihr euch mal über die Fliegen her. Macht mal die Resonanz. Das mache ich viel zu wenig, habe ich festgestellt. Jawohl, schön durch, schön durch, schön durch. Heilen, heilen. Sehr gut, funktioniert gerade ein bisschen zähes Heilen. Warum auch immer. Ihr müsst euch um das fliegende Viech kümmern. Okay, ihr müsst euch darum kümmern. Keine Resonanz gerade möglich. Ja, super Aktion. So. Und weg, und weg, weg. Ja, hat nicht geklappt. Pech gehabt. Und da sind wir wieder. Weiter geht's. Also, wahrscheinlich muss ich mich um das fliegende Viech kümmern. Ich wechsle mal hier kurz auf den Magier. Welchen Magier habe ich eigentlich? Ja, genau, den richtigen. Okay. Feuer ist sie. Okay. Sie, die Harpie, meine ich. Nein, nein, da ist sie. So, machen wir mal. Zack, 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 zack. Und weg damit. Hin, hin, hin. Zack, zack, zack. Sehr gut. Immer ran. Die war das Problem, die müssen wir erledigen. Sehr gut. Jawohl. Gut gemacht, Cody. Läuft doch. Okay, der ist jetzt betäubt, logischerweise. Zack. Ran mit uns. Hallo, hallo. Eieiei. 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 Jetzt will das aber auch wissen, der komische Kollege hier. Und unterbrochen, zerstückelt. Zack, drauf. Und auch auf den wieder. Und weg, und weg, und weg, und weg. Sehr gut. Sehr gut. Zauber drauf, Zauber drauf, Zauber drauf. Los, dass er nicht sich versteckt. Sehr gut. Eieiei. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oioioioioi. Das war schwach. Mein Fehler. Die Ladezeiten hier echt genial. Also ich bin jetzt schon wieder direkt zurück. Und was auch immer da gerade das Problem ist, wir werden es schaffen. Wir haben natürlich ein bisschen zu niedrige Stufe, das wissen wir. Weil es ja hieß, wir sollen mindestens die gleiche Stufe haben. Schön dumm. Die Gegner, ja super. In dem Moment verschwindet sie hinter diesen blöden Pfosten da. Das brauche ich natürlich gar nicht. Drauf und drauf und drauf und drauf, drauf, drauf. Und zack, zerstören.
Also wenn die direkt angreift, ist die relativ easy schnell beledigt. Zack, der hier hoffentlich auch. Jawohl, sehr gut. Genau so muss das laufen. Und auch das, jawohl, Resonanz mal machen. Wie gesagt, mache ich viel zu wenig, meine Kumpanen mit einzubinden. Wo sind wir? Da sind wir. Hoi, hoi, hoi. Zack, auch zerstört. Gute Sache. Hoi, hoi, hoi. Super. War's das? Ja, wunderbar. Seht ihr mal, im dritten Versuch richtig Gas gegeben. Die Sache rockt. So, du hast einen Schlüssel zu einem zum verräterischen Nest erhalten. Wow. Was haben wir hier? Ja. Westschloss, schwer, Missionsstufe 19. Okay. Mission abbrechen? Nein, wollen wir nicht. Kampfeinstellung ändern wir jetzt auch nichts. Wobei, doch, wartet kurz. Wir machen natürlich die Optimierung hier. Wir wollen ja das Bestmögliche haben. So. Gehen wir hier lang, ob das hier auch zum verräterischen Nest gehört. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat es nicht den Schlüssel gebraucht, um es zu öffnen. Es stand nichts diesbezüglich da. Gehen wir mal hier rein, gucken uns um. Ah, und wir kommen dann da hoch und können das entweder von hinten aufschließen oder es führt wo ganz anders hin. Gucken wir mal. Also, wir gehen hier hoch. Wir sehen hier den Durchgang. Jawohl, ist das von vorhin? Da kamen wir durch. Und hier kommen wir an das ran, was wir vorher nicht öffnen konnten. Sehr, sehr gut. Schönes Leveldesign, gefällt mir. Du hast einen Schlüssel zum verräterischen Nest verwendet. Na also, gehen wir. Na klar, haufenweise Geheimzimmer. Liebe Kimmy. Ach Mist. Doch, hat noch geklappt. Hin, 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 zack, rauf. Hoi, hoi, der ist böse. Der ist böse, 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 böse. So. Okay, sehr martialisch. Aber davon lassen wir uns nicht abbringen. Perfekt, wir haben eine Abkürzung. Können weitermachen. Who's next? Einen weiteren Wrestler zu zitieren. Gute Goldberg hat hier aber bisher keinen Auftritt. Auch nicht Cameo-mäßig, so wie ich das bei angemacht habe. Cody Rhodes übrigens, so als Info für mich, sah auch schon für mich immer so aus, als ob er in der Devil May Cry Serie mitspielen könnte. Vor allem im aktuellsten 5. Teil. Ihr könnt ja mal raten, welcher Charakter das ist. Irgendwann verrate ich es euch vielleicht auch. Okay, was mache ich jetzt hier? Also, erstmal kümmern wir uns um den Spießgesellen hier. Genau, zack. Und machen die Resonanz und gehen ran. Und zack, zack. Oh, wow, wow, wow. Jawohl, richtig gut, richtig gut. Zack, kurz heilen. Und weiter geht's. Okay, da ist dieses Viech. Wo ist er hin? Da. Zack, 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 ins Kreuz. Jawohl, und unterbrechen und zerstören. Weg. Sehr gut, wir kommen gut voran. Wir haben Spaß, wir haben Action. Ich hoffe, euch geht's wie mir. Ich brenne. Wenn übrigens irgendjemanden was stört an der Einstellung, an der Lautstärke des Hintergrundes oder sonst was. Ich habe das Gefühl, dass das so perfekt ist. Es soll aber natürlich auch für alle Zuschauer passen. Solange ich nichts höre, gehe ich davon aus, es passt einfach. Machen wir Folger und heizen ihm ein. Ich weiß, links hier ist ein anderer Gegner und noch einer. Aber ich will kurz den zerstören, damit ich hier nicht den im Kreuz habe. So, perfekt. Hier gehe ich jetzt mal kurz durch. Verstecke mich hier kurz. Zack. Wo sind jetzt die beiden? Ah ja, da. Resonanz, Resonanz. Zack, ran, ran. Zerstören. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Das muss ich jetzt schnell mit einer Heilung unterbinden. Zack. Ran an den Schatten hier. Und wieder wunderbar. Also nachdem man die Gegner ein bisschen gelernt hat, geht das hier auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ganz gut durch. So, wieder optimieren. Wir sind mittlerweile übrigens schon bei Waffen, die wir finden, die gleich stark bis stärker sind als die Sonderwaffen, die wir bekommen haben für die Digital Deluxe Edition. Auch immer ein Zeichen, dass man gut vorankommt und dass man im Spiel gewachsen ist. Mittlerweile Stufe 25 für unseren Magier und Stufe 9 für den Ronin, den ich als Zweitklasse gerade habe. Es funktioniert ganz gut soweit, immer eine voll aufleveln und die nächste zieht so ein bisschen hinterher. Okay, das war jetzt nichts. Okay, da liegt ein Qual, herzlichen Glückwunsch. Für den funktioniert natürlich Vaska ganz gut. Also ran an den Speck. Jawohl, sehr gut. Komm weiter. Ja, richtig geil. Und schön heilen. Schön heilen, schön heilen.
Wunderbar. Also, funktioniert auch gut. Qual immer noch einer der übelsten, muss man einfach so sagen. Hier geht's nicht durch. Hier geht's durch. Wir haben kaum noch Heilsachen. Ich nutze jetzt nichts, ich mache hier erstmal auf. Wenn wir es denn dann nicht schaffen und hier sterben sollten, habe ich jetzt auf jeden Fall so viel freigeschaltet, dass ich einfach durchrennen kann. Das ist immer wichtig, auch wenn wir hier keine Seelen einsammeln sollen oder sonst was. Finde ich es gut zu wissen, wobei da oben scheint was zu sein, eine Sphäre. Gucken wir mal, ob man hier durchkommt irgendwie irgendwann. Sieht nicht so aus. Dann geht es eh nur da oben weiter. Wenn wir eine Sphäre jetzt kämen, wäre das sehr, sehr gut. Dann haben wir das Westschloss richtig gut im Griff und eingenommen. Jawohl. Sind am Stück genau zweimal gestorben. An einer Stelle, wo ich erstmal durchschauen musste mit der Harpie. Und seitdem kommen wir echt durch. Und hier können wir jetzt wieder richtig geil im Jobmenü aufleveln. Ist auch ein geiles System. Du kommst hier an und auf einmal bietet sich dir wieder hier so richtig, richtig viel, was du machen kannst. Unsere Jobpunkte hier, genau. Wir kommen jetzt bis hier. Und wir kriegen kein Element, sondern die Fertigkeit Kommando, einen Ruin. Okay, Ruin ist immer geil. Gab es schon in Final 13. Ruin machen wir hier rein. Und vielleicht nutze ich das demnächst auch mal ein bisschen häufiger, dass wir die drei Sachen auch kennenlernen. Habe ich nämlich bisher gar nicht genutzt. So, hier raus. Hier optimieren. Kurz mal auf den Ronin. Den optimieren wir auch mal. Wobei das, glaube ich, eh normalerweise einfach auch so weitergeht. Ich finde es cool, was wir hier für Sachen kriegen, wie sich das weiterentwickelt. Hab richtig Spaß an der Sache. Und ich hoffe, ihr auch. Okay, was macht Sinn? Tachi beschwören. Erhöht für eine begrenzte Zeit den erlittenen und zugefügten Schaden. Finde ich gut. Nehme ich. Oh, ist das jetzt auch so eine... Ja, wunderbar. Okay. Statt der Weihung kann ich es wahrscheinlich nicht nehmen. Nein, die bleibt fest drin. Auch an der Stelle kann man also nicht wechseln. Ich kann auch hier nicht die Weihung nehmen. Ich würde mal sagen, das Verstärken ist jetzt relativ uninteressant. Nehme ich aber später mal rein. Aktuell möchte ich gerne das Tachi beschwören reinnehmen. Und kümmere mich dann mal wieder ums andere. Ich weiß, wir haben das jetzt gar nicht ausprobiert. Ist aber nicht schlimm. Wir machen das ein andermal. Wir gehen nochmal rein. Das dürfte speichern. Jawohl. Automatisch. Sehr gut. Und wir gehen hier weiter. Mal schauen, ob hier jetzt schon so eine Art Endbosskampf wieder kommt. Seid gespannt. Ich bin es. Oh mein Gott. Viel geiler. Der Level ist noch nicht vorbei. Wow. Das erinnert unglaublich an Witcher 2. An den Anfangsbereich, wo man gegen den Drachen kämpft. Das Spiel wirft einen ja einfach rein in so eine Belagerungsszene. Ja, wunderbar. Uns nimmst du mal nicht ins Visier. Und daran erinnert mich das gerade total. Okay, schauen wir, ob wir den Schatz nehmen können. Richtig fett. Schreibt mir in die Kommis, ob ihr solche Spiele auch liebt. Ich fand Witcher 2 damals nicht den Brecher, muss ich zugeben, wie es beschrien wurde. Also ich war damals ziemlich gehypt, weil den ersten Teil konnte man auf Konsole nicht spielen und ich war nie ein PC-Player, also war für mich der erste Teil so kein Thema. Mittlerweile habe ich es auf Steam vor irgendwie knapp 6 Jahren in einem Summer Sale mal erworben. Es ist immer noch der gleiche PC, den ich mir damals für ein Büro gekauft habe, den ich jetzt hier benutze, um zu streamen. Auf jeden Fall bin ich da aber auch nie richtig mit warm geworden oder habe keine Zeit gehabt, auf PC zu zocken. Du kannst Witcher 1 nur mit Maus und Tastatur spielen und selbst mit dem Steam-Controller war das keine gescheite Alternative für mich. Nichtsdestotrotz, den zweiten Teil auf Konsole 2012, kurz nach meiner Hochzeit, habe ich den gespielt mit meiner Frau und wir fanden ihn noch durchaus gut, haben ihn nach Darksiders 2 gespielt und waren dann aber, wie gesagt, nicht ganz so geflasht davon. Also nicht für weitere Durchläufe, sondern einfach einmal durch und gut war. Schon spannend, schon nicht schlecht, aber nicht ganz so toll, wie wir es ursprünglich erwartet hatten nach den sensationellen Werten, die es zum Beispiel auch der GamePro gab. Mit 90% fanden wir zum Beispiel die Dragon Age Serie, auch den etwas gescholtenen zweiten Teil, deutlich stärker. Wie gesagt, vielleicht keine populäre Meinung, aber unsere. So, gehen wir hier weiter. Nichtsdestotrotz, Witcher 2, ein geiles Spiel. Hat Spaß gemacht für die 3-4 Wochen, die wir es da gespielt haben. Oh, ein Kaktor! Ah, kriege ich den irgendwie? Für den laufe ich jetzt sogar im Kreis. Okay. Habe ich einen Zauber? Dann schauen wir doch mal, ob das was wird. Ja, Wasser ist wahrscheinlich schlecht gegen ihn, ne? Ja, super Aktion. Ganz toll, Frankie. Okay, heilen, zurückziehen. Heieiei. Schade, hat nicht ganz so geklappt, wie ich es gern gehabt hätte. Versuchen wir es nochmal. Okay, jetzt. Zack, mit Feuer. Nein, nicht schon wieder! Ach Gott. Jetzt aber. Nein! Ah! Das wechseln die sich aber auch beschissen gut ab. Ihr macht es gut, Jungs und Mädels. Jawohl! Haut ihn weg. Sehr gut. Wir haben ihn. Wenig durch mich, aber viel durch meine Gefährten. War ich da schon oben? Weiß ich gar nicht. Geh mal hoch.
So. Ja, ganz toll. Jetzt habe ich versehentlich auf A gedrückt, weil ich dachte, dann geht es schneller. Ne, dadurch kam es gar nicht und ich dachte, deshalb bin ich abgestürzt. Das könnte ein Meme geben. Sensationell. Ne, man kann hier nicht schneller klettern. Funktioniert nicht. Also nochmal. Wunderbar. Zack, wieder runter. Und weiter diese Festung erkunden. So. Schreibt doch mal, wie ihr Witcher fandet. Den zweiten Teil. Dritten Teil haben sicher die meisten gespielt. Wenn nicht, auch hier wäre mal ein Let's Play möglich. Der hat mich schon deutlich länger beschäftigt, muss ich sagen. Also da waren wir auch nur für einen Durchlauf, aber mit allen DLCs und so weiter mit 170 Stunden plus irgendwas gut dabei. Und der war tatsächlich auch in meinen Augen nicht unbedingt besser als der zweite Teil, sondern einfach anders. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Ich droppe jetzt extra hier runter, aber da passiert natürlich... Oh, doch! Eventuell bin ich jetzt hier in einen Bereich gekommen, wo ich nicht hinkam. Tatsache. Okay, bedeutet das noch irgendwas? Kann man hier weiterlaufen? Gibt es hier einen geheimen Abschnitt? Man kommt auf jeden Fall hier rüber, wo wir sonst nicht weitergekommen werden. Finde ich doch schon mal ziemlich cool. Und das ist der perfekte Moment. Wir sind über 20 Minuten, dass ich sage, für hier heute und dieses Video ist es Frankie.